Bauern. Namaste, hier ist Carla von Karma Coaching und ich möchte euch heute den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung näher bringen, in meinem Verständnis. Schuld ist für mich ein Konzept, das heißt ein Konzept, das bewusst eingeführt wurde, um Menschen nicht in ihre Kraft kommen zu lassen. Denn wenn ich mich schuldig fühle, wie fühlt sich das an? Für mich fühlt sich Schuld oder Schuldigsein sehr, sehr runtergedrückt an. Es fühlt sich nicht offen an, es fühlt sich sehr eng an, es fühlt sich sehr klein an. Und wenn ich eng und klein und runtergedrückt bin, was kann ich dann tun? Ich kann eigentlich nichts tun. Also ich bin gefesselt sozusagen von meinen eigenen Gefühlen. Wenn ich aber sage, ich bin verantwortlich für etwas, dann heißt das, ich habe eine Antwort. Ich kann etwas tun, ich kann ins Tun kommen. Ich bin nicht gefesselt, ich bin nicht gelähmt, sondern ich kann etwas tun. Und Verantwortung gefällt mir sehr viel besser und ich habe vor einigen Jahren angefangen, das Wort Schuld ganz aus meinem Wortschatz rauszustreichen. Also wenn ich das erkläre, dann benutze ich das noch, aber ansonsten benutze ich dieses Wort Schuld, schuldig sein, überhaupt nicht mehr. Und ich kann es euch nur empfehlen, das mal auszutesten, wie sich das für euch anfühlt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, für was bin ich denn eigentlich verantwortlich? Verantwortlich bin ich für meine Gedanken, also das heißt nicht für alle Gedanken, die irgendwie auftauchen, aber dafür, ob ich mich an diese Gedanken anhafte. Das heißt, für viele Gedanken kann ich überhaupt nichts, die begegnen mir sozusagen einfach. Aber ich habe die Verantwortung, ob ich mich jetzt da festhänge an diese Gedanken und bei denen bleibe und die dann immer noch mehr von ihren Freunden oder Verwandten herbeirufen. Das ist also das eine. Das zweite ist für meine Worte, all das, was ich sage, was ich nicht sage, das ist auch meine alleinige Verantwortung. Und das dritte ist für meine Taten. Also das heißt, was tue ich, was tue ich nicht. Und jetzt könnte man sagen, das hört sich doch ganz logisch an, ist doch ganz klar, dass wir für diese Sachen verantwortlich sind. Ja, natürlich ist es klar, aber in der Realität sieht es oft so aus, dass wir denken, wir seien für Gedanken, Worte und Taten anderer zuständig. Und uns auch ganz, ganz oft, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir achtsam sind, dann kann uns auffallen, dass wir uns in unseren Gedanken, Worten und Taten ganz oft nicht bei uns befinden, sondern bei anderen. Was die eigentlich denken sollten, was die tun sollten, wie die reden sollten, wie die sich verhalten sollten, etc. pp. Also hier meine Empfehlung. Testet mal aus, wie oft ihr in Gedanken, Worten und Taten bei euch seid, wie oft ihr bei den anderen seid. Und übernehmt dann wieder zunehmend die Verantwortung für euch, für die Sachen, für die ihr wirklich verantwortlich seid. Und macht das wie immer als eine Art Test. Also alles, was ich hier erzähle, das sind keine Vorschriften oder Vorschläge oder Ratschläge oder dergleichen, sondern es sind einfach Empfehlungen, die ihr auf deren Praxistauglichkeit bei euch selber testen könnt. Aber wie gesagt, für zum Testen muss ich es halt auch erstmal probieren, muss ich es mal anwenden, muss ich es mal ausprobiert haben, sonst kann ich nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt also, wenn du Lust hast, wenn du magst, probiere es einfach mal aus. Und ich freue mich sehr über einen Kommentar, ein Feedback, dein Abo oder ein Like oder über alles drei. Und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also bis dann. Aloha und Namaste. Tschüss.